war ja die digitale Revolution. Und für CW war es eine wirkliche Revolution. Wir waren bis ins Jahr 2000 letztendlich ein Produktunternehmen, was analoge Filme entwickelt hat und Bilder von analogen Daten produziert hat. Und 95% dieses Umsatzes, den wir noch vor gut 10 Jahren gemacht haben, der ist heute weg, weil der Wandel von der analogen zur digitalen Fotografie seinen Platz eingenommen hat in den letzten 10 Jahren und somit auch heftig CW Color getroffen hat. Wir haben in diesen letzten 10 Jahren fast 400 Millionen Euro in neue digitale Produktionstechnologie investiert. Wir haben neue Produkte entwickelt, allen voran das CW Fotobuch, was heute in Deutschland und Europa das marktführende Fotobuch ist. Wir haben uns weiterentwickelt in Produktkategorien wie Kalender, wie Grußkarten, Wanddekorationen, Bilder hinter Acryl, auf Alu-Dibon-Platten oder auf Leinen gedruckt. Das sind heute Produkte im digitalen Zeitalter, die es früher in der analogen Welt so nicht gab. Wir haben auch restrukturieren müssen. Es waren also auch Jahre, wo wir in der Spitze von fast 28 Betrieben reduzieren mussten auf 12 Betriebe, die wir heute in Europa haben, um in dieser neuen Zielstruktur eben auch kosteneffizient wieder fertigen zu können. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für Ihr Unternehmen in der Zukunft? Wenn ich nochmal beim Fotofinishing-Bereich ansetze, dann ist unser Expectation Management an der Stelle, dass sich dieses Geschäft relativ stabil die nächsten Jahre weiterentwickeln wird. Hier wachsen wir vielleicht mit der Ökonomie, vielleicht haben wir auch einen leichten Rückgang. Hier sehen wir also nicht unbedingt das Wachstum für den Gesamtkonzern. Hängt damit zusammen, dass Konsumenten eben weniger einzelne Fotos machen. Vielmehr wird heute ein CW-Fotobuch, ein Kalender oder eine Grußkarte bestellt, dafür aber weniger Einzelfotos. Das führt dazu, dass sich der Umsatz relativ flat entwickelt bei uns, aber die EBIT-Margen dann doch sich profitabilisieren, weil diese sogenannten Mehrwertprodukte für uns dann bessere Deckungsbeiträge haben als noch die Einzelfotos. Aber der Umsatzzuwachs, den generieren wir heute im Online-Druck. Und dieses Geschäftsfeld bauen wir jetzt massiv aus. Wir haben im letzten Jahr hier die Firma Saxoprint in Dresden übernommen. Wir konnten somit im letzten Jahr schon 43 Millionen Euro Umsatz ausweisen in diesem Segment, haben ein starkes Wachstum hier erzeugt. Wir erwarten in diesem Jahr einen Umsatz von 60 Millionen Euro und sagen schon heute, dass wir 2016 hier mit 100 Millionen Euro Umsatz dabei sein wollen. Also das Wachstum von CW generiert sich über den Online-Druck. Welchen Stellenwert hat Ihrer Meinung nach eine vertrauensvolle Beziehung zu den Investoren? Das ist natürlich der Kern unserer Investor-Relations-Arbeit. Denn wir treffen heute auf Konferenzen oder auch Roadshows Investoren, die wir schon seit vielen Jahren kennen, die uns verfolgen, uns begleiten, immer besser das Unternehmen verstehen lernen. Insofern braucht so eine Unternehmens-Investor-Beziehung auch eine gewisse Zeit. Wir werden gemessen an den Ergebnissen, die wir machen. Wie verlässlich ist unsere Planung zum Beispiel, die wir herausgeben? Hier legen wir also sehr viel Wert drauf, dass die Planungen und Erwartungen, die wir an den Kapitalmarkt geben, eben eine verlässliche Bank sind, dass man sich auf das Wort, was CW Color spricht, verlassen kann. Insofern braucht es auch eben dieses langfristige Investoreninteresse aus unserer Sicht, und das bekommen Sie dann optimalerweise nur über eine wirklich vertrauensvolle und tiefe Beziehung und Kenntnis der Dinge auch auf Investorenseite. Was tun Sie dafür, um dieses Vertrauen Ihrer aktuellen und auch potenziellen Investoren zu gewinnen und zu erhalten? Zunächst mal haben wir eine sehr hohe Transparenz. Besuchen Sie unsere Internetseite. Wir haben alle Kennzahlen, Abschlüsse, Informationen zu CW permanent online. Wenn wir auf Konferenzen auftreten, auf Roadshows unterwegs sind, stellen wir allen im Internet auch diese Informationen zur Verfügung. Wir wollen also transparent und umfassend informieren über die Dinge, die uns bewegt bei CW Color. Und geht es um die persönliche Kommunikation mit den Investoren. Und da sind wir permanent ansprechbar für alle Interessierten und geben uns auch Mühe, innerhalb des Jahres viel unterwegs zu sein, um unsere Investoren oder potenzielle Investoren
zu treffen, immer wieder zu treffen und über die Entwicklung bei CW Color zu berichten. Vielen Dank. Sehr gerne.